Servus bei Let's Play Empyrean Galactic Survival. Yo, ich habe es geschafft. Ich bin durch. Es war ein Krampfakt. Mindestens 20 Minuten, wenn nicht länger. Bin dazwischen einmal weggegangen. Irgendwann einmal bin ich doch noch ein bisschen anscheinend runter, und musste dann so runter und dann bin ich wieder geschwebt. Dann kam ich aber dort drüber, natürlich auch wieder oben, musste dann wieder warten, bis unten war und dann konnte ich so davor und da irgendwo hatte ich auf einmal Bodenkontakt. Mache ich jedenfalls nicht mehr. Das schwöre ich. ja. Habe das in der Zeit auch gut überlegt und habe beschlossen, wir werden heute mal es gemütlich, uns gemütlich machen. Wir setzen uns hierher. So, bap, bap, bap. So, ich wieder her. Hallo. Ist das ein Scheiß? Gut. Ich kann mir anscheinend nur da her sitzen. Deine Ausdauer erholt sich, oder meine Ausdauer ist bei 500. Oh, der werde ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich wollte heute wirklich eine Special-Folge mal machen mit dem Reisetagebuch und würde dann gerne mal loslegen. Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen mehr endlich, worum es hier eigentlich so geht. Wir fangen einmal an mit den Story-Charakteren. Das waren eigentlich, glaube ich, wir. Okay. Commander John Hendricks wird manchmal als Alias-Name des Spielers in Log und Berichten im Journeybook verwendet. Der Name wurde in der ursprünglichen Hintergrundgeschichte verwendet. Joe kann als männlich, Joseph oder weiblich Josephine-Variante gelesen werden. Das sollten wir sein. Alex Lamar, Lieutenant Commander. Die Begleiterin und langjährige Partnerin des Spielers. Sie war auf der Titan, als der Warpsprung fehlschlug und hat die folgenden Ereignisse überlebt. Sie ist auch als Sektionär 32 bekannt, wie der Spieler später erfährt. Sie spielt auch eine zentrale Rolle bei allen Ereignissen im Zusammenhang mit UCH und Gelder Handlungsstränge. Hinweis: wurde absichtlich, aber das bleibt. Das ist dann noch, glaube ich, Hinweise von den Entwicklern. Merker Senior. Ein Kommandant. Den haben wir schon gehört. Das war auch mit der Titan. Merker schloss sich der Operation Phoenix als unbekannter Vertreter des Rates an. Einer geheimen Organisation, die einen enormen Einfluss der UCH hat. Seine offizielle Rolle war die eines Wissenschaftlers auf der Titan. Jennifer Zerogen, eine enge Freundin des Spielers und von Alex Lamar. Sie ist der GLAD-Organisation für die Operation zuständig und Kapitänin des Außenteams. John Emerson Fenrich ist ein oft mürrischer Spezialist für Forschung und Aufklärung im GLAD. Früher war er Flugoffizier der UCH Heidelberg. Ah, sein Streit mit dem Captain schickte ihn auf das Flugdeck, was ihm vielleicht das Leben gerettet hat, als das Schiff auf dem Planeten abstürzte. Nicole Palant, ein Unteroffizier. Nicole Palant war die Chefingenieurin an Bord der UCH Heidelberg. Sie überlebte den Absturz und folgte Lamar und Zerogen, als sie die UCH verließen. Sie ist für alle technischen Belangen verantwortlich. Die Ida kennen wir. Der International Data Assistant hilft dem Spieler bei vielen seiner Aufgaben. Ida hat auch einige geheime Funktionen und ist kein normaler Anzug-KI. Eine Anzug-KI. Ah. The Dave. Die Datenanalysischen und Visual, wie auch immer. War die Haupt-KI der Apollon-Station. Der Apollon-Station sagt noch was. Sie half dem Spieler bei der Flucht aus der Station und gab ihm ein Infopaket über die Geschehnisse, das Ida später entschlüsseln konnte. Tia,
Tia war die Haupt-KI des Titan. Ah, okay. Admiral Yaden. Admiral Ronald T. Yaden leitete offiziell die Operation Phoenix, indem er die Befehle des Rates ausführte. Es ist nicht bekannt, ob er wusste, was passieren könnte. Er und Mercer verließen die Titan in einem Shuttle, bevor das Schiff zerstört wurde. Vizeadmiral John J. Benner war der zweite Befehlshaber bei der Operation Phoenix. Auch er wusste von den Plänen des Rats, versuchte aber alles, um das Schlimmste zu verhindern. Er und ein Großteil der Titan-Besatzung starb, als sie versuchten, die Xerox-Truppen von der UCH Grant wegzuziehen, damit diese entkommen konnte. Vizeadmiral Carmen Perez war Kapitän der UCE Grant. UCH. Dem Schwesternschiff der Titan. Nach den Ereignissen bei der Ankunft der Flotte und ihrer knappen Flucht ist sie jetzt die ranghöchste Offizierin der Flotte. Nach einem Dissens mit einigen der Kommandanten über die wichtigen Schritte, sie favorisiert das Projekt Eden, verließ Lamar und die anderen die UCH und gründete die GLAAD. Perez gelang es später, sie zu überzeugen, inoffiziell für die UCH zu arbeiten. Okay, da habe ich eine Aufgabe. Interessant. Captain Hyde befehligt die geheime planetarische UCH-Ausbildungseinrichtung auf A01 Gamma. Die Einrichtung wurde von Xerox-Kräften zerstört, aber dank der außergewöhnlichen Leistung eines UCH-Fähnrichs, der zu dieser Zeit dort ausgebildet wurde, konnten alle entkommen. Anita Porter. Commander Porter leitete alle zivilen und militärischen Operationen rund um die geheime UCH-Ausbildungseinrichtung Sektor 01 Gamma. Sie entkam zusammen mit anderen, okay, Kaikinden, ein Talon-Krieger, die in der Nähe von A01 Gamma nach wertvollen technischen Artefakten sucht. Dr. Paul Dawson. Okay. Dr. Paul Dawson war einer der beiden leitenden Wissenschaftler auf der Apollo-Station und ein guter Freund von Alex und dem Spieler. Er wurde bei der Katastrophe auf der Apollo-Station getötet. Dr. Caitlin Grayson war die leitende Wissenschaftlerin auf der Apollo-Station und eine gute Freundin. Sie war für die Forschung der außerirdischen Artefakte verantwortlich, die in den abgestürzten Schiff gefunden wurden. Sie könnte auch für die Ereignisse verantwortlich sein, die zu ihrem Tod und der Katastrophe auf der Apollo-Station führte. Dr. Mandor war auf einer wissenschaftlichen Mission und analysierte Daten aus der Anomalie im Alien-System. Er arbeitet für die Polaris. Chief St. John war Meisteringenieur auf der Ilmarinen. Später, als das Schiff fast überrollt wurde, versuchte alles, um das Schiff zu verlangsamen, damit es nicht zu seinem gewünschten Ziel zurückkehren würde. Er war teilweise erfolgreich, sodass der Spieler später seine Loks finden und die Ilmarinen ein für allemal stoppen konnte. Spezialist Karhan. Der Name Karhan ist in den Erzählungen unseres Stammes noch immer gut bekannt. Er ist bekannt als der erste Krieger, der gegen die Unterdrückung durch die Xerox kämpfte, als der Krieg des Schweigens noch tobte. Er wurde von Xerox-Offizieren verhaftet und in der beschädigten unterirdischen Kryokammer gefangen gehalten. Die Anlage zerstörte sich selbst, als ihr Gefangener aufwachte und die übrigen Systeme die Legacy-Infektion entdeckte. Jetzt weiß ich, wer das ist den, was wir gefunden haben, und der Dr. Mandor war der eine, den, was wir im Käfig, glaube ich, gefunden haben. Dann haben wir die Andromeda-politische Lage. Da haben wir nicht wirklich, schauen wir mal ein bisschen was. Politische Lage. Die Talon-Eingeborene? Fragezeichen.
Der Talon-Häuptling im Dorf weist darauf hin, dass die Talon keine Eingeborenen sind, sondern sich dafür entschieden haben, die alltägliche Hightech auf ein Minimum zu reduzieren. Sie sind immer noch in der Lage, mit jeder Technologie umzugehen. Das beweisen sie, indem sie ein neues Kommunikations-Scramble-Protokoll in das COM-Modul ihres Anzugs einbauen. Auf diese Weise können deine Verbündeten dich leichter orten. Die Xerox. Die Xerox haben immer noch eine Garnison im Elion-System stationiert. Der Grund dafür ist die aktive Anomaliezone, die regelmäßig Schiffe und Wrackteile ausspuckt. Auch wenn das nach einer wichtigen Aufgabe klingt, scheint die Überwachung der Aktivitäten im System über das Xerox-Imperium nicht oberste Priorität zu haben. Auch der Dienst in dieser Garnison scheint eine Art Strafe für die hier stationierten Soldaten zu sein. Die Stationen sind schlecht gepanzert, die Truppen sind schlecht ausgerüstet. Sie versuchen sogar, Ausrüstung und Vorräte von den Talon und Polaris im System zu klauen. Manchmal auch nur aus purer Langeweile, wie es scheint. Der Polaris Megacorp ist in den meisten dieser unbesetzten Grenzsysteme präsent und betreibt dort Werkstätten und Handelsstationen. Die Polaris und Xerox sind keine Freunde, aber auch keine Feinde. Keiner von ihnen wird dem anderen im Notfall helfen, zumindest solange es keinen Vorteil für die Helfenden gibt. Die Legacy-Bedrohung. Da haben wir nix. Okay. Die Kreaturen, die entweder Teil der Legacy zu sein scheinen oder von der Legacy besessen werden, können durch Waffenfeuer oder rohe Gewalt getötet werden. Sie leiden jedoch nicht unter Verletzungen, Kälte, Hitze oder natürlicher Strahlung. Auf den Inschrifttafeln, die im alten Tempel gefunden wurden, steht: Das Vermächtnis beherrschte einst alle Welten dieser Galaxie. Welten fielen auseinander und in die Stille, aber die ehrenwerten Xerox. Aber die ehrenwerten Xerox konnten mit dem Programm Unendliches Leben die Bedrohung ein für allemal beenden. Und sie wird vielleicht nie wiederkehren. Gelobt sei das Oberkommando. Die Ilmarinen. Nach den Ereignissen auf der Ilmarinen wird klar, ich glaube, das ist das Schiff, dass die Legacy eine Art mentales Wesen ist, das direkt mit dem Verstand eines biologischen Wesens sprechen kann. Das Wesen scheint die Macht zu haben, biologische Wesen zu fangen und sie in etwas anderes zu verwandeln. Wie das funktioniert, ist nicht klar, obwohl du diese Kreaturen schon früher an verschiedenen Orten gesehen hast. Talon und Xerox. Als du den ehemaligen Crew-Gefangenen Karhan trafst, offenbarte er dir, dass die Talon und die Xerox ein Bündnis namens Talon-Xerox-Versammlung gebildet hatten. Was sie über die Situation zu der Zeit sagte, als er gefangen gehalten wurde, lässt folgenden Schluss zu. Während des Krieges mit einer anderen Fraktion, die Legacy genannt wurde, brach die Talon-Xerox-Versammlung auseinander, was dazu führte, dass die Xerox alle Talon-Mitarbeiter aus noch unbekannten Gründen jagten und verhaften. Der Krieg des Schweigens. Der Krieg. Nummer. Laut Agent Kessel ist das Vermächtnis in einer fernen Vergangenheit in die Galaxie eingefallen. Es wurde nach einem Krieg, in dem die meisten bewohnten Welten in besagter Stille fielen, gerade noch besiegt. Das Vermächtnis will kein Gebiet wie die Xerox oder Krill erobern, es löscht einfach alles Lebendige aus. Das muss man vorher erfahren haben. Spezialist Karhan gab an, dass es einen Plan gab, das unendliche Lebensprogramm gegen die Legacy einzusetzen. Aber er schien schwer gescheitert zu sein. Es wurde keine weitere Information zu diesem Thema gegeben. Die Ilmarinen. Polaris. Die Ilmarinen ist eine Langstreckenerkundungs- und Bergbauschiff der Kullervo-Klasse. Sie wurde vom Polaris Megacorps in die Weltall geschickt und sie ist nicht zurückgekehrt. Agent Kessel hat sich an dich gewandt, um die Sache zu untersuchen. Das war das, ja. Ilmarinen Expedition. Dies ist eine Warnung an den Piloten, der sich dieser Station nähert. Der Abstand.
Nimm diese Nachricht auf und leite sie an das Hauptquartier der Polaris weiter. Die Ilmarinen ist auf dem Weg zu diesem Planeten, aber er ist nicht unter unserer Kontrolle. Für alle, die dies lesen, Code Omega, zerstöre das ganze Schiff. Wir haben etwas aufgeschnappt, das die gesamte Besatzung getötet und die Kontrolle über das Schiff übernommen hat. Wir haben lange genug überlegt, um diese Station zu finden und diese aufgezeichnete Warnung zu senden. Aber zweifellos sind wir bereits tot. Suche nicht nach Überlebenden. Ich wiederhole, zerstöre dieses Schiff und auch diese Station mit den stärksten Waffen, die du hast. Hinterlasse nicht einmal Staub. Es tut mir so leid, Chief St. John hatte von Anfang an absolut recht. Wir haben vielleicht die dunklen Zeiten wiederbelebt. Möge die Galaxie uns verzeihen. Dies war... Ja. Das war das, was wir haben. Jetzt erst. Das Logbuch. Irgendetwas in der Ladung, die wir transportierten, hat die Eindämmung durchbrochen und sowohl das Schiff als auch die Besatzung beeinträchtigt. Am Anfang waren es nur ein paar Kopfschmerzen, aber schon bald hat es sich auf die gesamte Besatzung ausgeweitet. Langsam bekamen sie Wahnvorstellungen und mussten in ihre Quartiere eingeschlossen werden, bevor sie gewalttätig wurden. Ja. Und wir haben es rauslassen. Was auch immer es in der Ladung war, die wir transportiert haben, es hat hart gearbeitet, während wir versucht haben, die Besatzung unter Kontrolle zu halten. Langsam, aber sicher verzehrt es die Frachtsensoren und begann unbemerkt den Rumpf des Schiffes zu beschädigen. Zumindest bis ich aus dem Fenster sah und Wucherungen an der Außenseite von Einheit 5 entdeckte. Ich musste anordnen, dass die verbliebenen Einheiten, zu denen ich noch Zugang hatte, gereinigt werden. Ich bin dabei, eine vollständige Abriegelung aller Systeme einzuleiten und alle Notschotten und Schutztüren zu schließen, bevor ich... Ich habe die Steuerung von der KI des Schiffs auf einen Hebel hier auf die Brücke verlagert. Ich habe einige der Sicherheitstürme hier aufgestellt, um diese Dinger von den Kontrollen fernzuhalten. Ich... denke, ich werde einen kleinen Spaziergang machen. Draußen. Sieht so aus, als würde es ein schöner Tag werden. Das war, was wir auf der Brücke gelesen haben, ja. Oh ja. Da sind sie jetzt drinnen zum Nachlesen. Tag 500. Wir haben etwas gefunden. 500 Tage Suche nach bewohnbaren Welten. 500 Tage ohne jeden Erfolg. Wir haben eine Menge Ressourcen gefunden, klar, aber der Kapitän sagte, wir können nicht von unserer Mission abweichen. Die Bergbau-Crews werden es ruhig angelassen, während wir zum nächsten Stern aufbrechen. Wenigstens haben wir heute etwas Interessantes gefunden. Eine ausgebrannte Welt in der Nähe eines roten Zwerges. Der Kapitän hat mir erlaubt, an der Expedition teilzunehmen. Das wird sich wie ein Urlaub anfühlen nach der gestarteten kaputten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das war das. Offizielle Beschwerde. Ich füge dem Schiffslogbuch hinzu, damit sich niemand beschwert, wenn Hangar 4 überholt werden muss. Diese Wissenschaftler konnten dieses Ding nicht auf dem Planeten lassen. Da wir uns zum nächsten verdammten Stern beeilen müssen, haben sie es einfach an Bord des Schiffes gebracht. Es gibt genug Platz, sagte der Captain. Klar, aber ich bin derjenige, der Schädenkratzer und seltsame Schmelzspuren im Hangar erklären muss. Wenn es nach mir ginge, hätten wir es dort gelassen, wo es war. Dieses Chaos in Hangar 4 gerät außer Kontrolle, Frank. Das Wrack hat an Gewicht verloren. Und sogar an Masse, was verrückt erscheint. Die Substanz verteilt sich über den ganzen Boden. Wir haben die Türen versiegelt, aber ich bezweifle, dass das Glitch-Gezeug dadurch drinnen bleiben wird. Wie mir unser leitender Wissenschaftler sagt, waren die Wrackteile, die sie gefunden haben, mit einer biologischen Substanz bedeckt, die aufgrund der veränderten atmosphärischen Parameter zu verrotten scheint. Wirklich toll. Könnt ihr erraten, wer dem Reinigungstrupp zugeteilt wird? Was haben sie an Bord gebracht? Diese Idioten! Das war keine biologischen Reste, die vom Schiff geschmolzen sind. Nein! Das Schiff selbst verwandelt sich in einen halbflüssigen Zustand. Und als ob das noch nicht genug wäre, wächst die Substanz auf jeder Oberfläche wie ein Pilz. Sie sendet Sporen aus, die hoffentlich... jetzt wieder aus den Luftschächten entfernt werden. Möglicherweise müssen wir diesen gesamten Bereich vom Schiff abtrennen, damit das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Der Captain und der zweite Kommandant wurden in die Krankenstation geschickt.
ebenso wie ein Drittel der Besatzung. Die Sporen haben zu einigen schweren Infektionen geführt. Wir haben eine Nachricht an das Hauptquartier geschickt, dass alle Schiffe keinen Kontakt mit diesen Wrackteilen haben sollen, die wir jetzt als Infektors bezeichnen. Das scheint das zu sein, was sie tun. Der Bericht und die Warnung wurden vor einem Tag verschickt. Bis Hilfe eintrifft, kann es eine Weile dauern. Ich fürchte, wir müssen große Teile des Schiffes versiegeln und die Bereiche mit Dekontaminationsflüssigkeit füllen. Doch mit Flüssigkeit? Die Besatzung ist verloren. Oder verwandelt. Oder wie würdest du es nennen? Wir haben die Hauptkontrolle über das Schiff verloren. Meine Crew und ich konnten zumindest verhindern, dass die außerirdischen Organismen die volle Kontrolle übernommen haben. Aber wir konnten nicht verhindern, dass das Schiff nach Elion zurückfährt, aus welchem Grund es auch immer dorthin will. Wir haben die Triebwerke beschädigt, aber ich fürchte, diese Substanz ist in der Lage, sie mit der Zeit zu reparieren. Wir haben es nicht geschafft, die Selbstzerstörung zu aktivieren. Das soll eine Warnung für alle sein, die das hier lesen. Verschwindet so schnell wie möglich von hier und sprengt das Schiff in Stücke. Es liegt an dir, die Ausbreitung dieser Plakette auf bewohnten Welten zu verhindern. Geisterhaftes Wesen. Im Gespräch mit dem geisterhaften Wesen verrät es, dass es alle niederen biologischen Wesen in die höheren Sphären aufsteigen will. Das Wesen gibt keine weiteren Informationen, aber du kannst davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein Splitter der Legacy ist, die Ilmarinen übernommen hat, nachdem Polaris das Artefakt an Bord gebracht hat. Operation Phönix. Alles beginnt im Jahr 2473 auf dem Jupiter Außenposten 31 Apollo-Station, wo die Operation Phönix-Flotte ihren Aufbruch nach Proxima Centauri vorbereitete. Am 25. Juli, dem Tag der Abreise, wachst du der ehemalige Sicherheitschef der Station auf der Apollo-Station auf, um noch einige letzte offene Aufgaben zu erledigen, bevor du zur Titan fliegst. Die folgenden Protokolle wurden Ereignisse, passt. Wissenschaftslabor, Dr. Grayson, wir haben gerade die Bestätigung bekommen. Waverider-Protokoll ist aktiviert worden. Großartig, das Warten hat ein Ende. Jetzt müssen wir Dave und die Ausrüstung für die letzte Phase des Projekts vorbereiten. Hast du die letzten Daten? Okay, das ist jetzt dann alles ein bisschen höh. Okay, das machen wir ein anderes Mal, weil das ist jetzt dann gerade nicht aktuell. Also interessant auf jeden Fall. Muss ich ehrlich sagen, die Legacy interessiert mich, kommt mir so ein bisschen vor, als ob das abgegriffen wäre von Halo. Da eigentlich so klingt wie die Flut oder die Flood. Ich habe ja Halo nie gespielt, ich habe aber, wen wundert's, das Buch gelesen, das erste, und ein, zwei Filmchen, ich weiß gar nicht, wie viel das gibt, Serie habe ich noch nicht geschaut. Die daran mich mal interessieren. Und da kommt es mir auch so vor. Also so dieses Legacy kommt mir fast so vor wie Halo. Die Flood. Schauen wir mal, was weiterkommt. Irgendwas, also das ist deine Handlungsstrang. Es gibt ja noch einen zweiten Handlungsstrang, eben mit diesem Projekt Phönix. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt einmal den an. Den haben wir jetzt dann sie genau durchgeschaut. Spannend, spannend. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. In der nächsten Folge bewegen wir uns auf die Station. Ich habe gesagt, dieses Mal ist es ein bisschen eine Special-Folge. Ein bisschen was zu hören, ein bisschen was zu lesen. Worum es hier eigentlich in diesem Spiel geht, weil ich so gut Englisch übersetzen kann ich auf die Garen auch nicht. Ich brauche dann schon immer einen Translator. War eine große Hilfe. Gib ehrlich zu. Na gut, in der nächsten Folge bewegen wir uns immer unseren Arsch wieder von der Couch auf und gingen wieder weiter. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, mit da. Servus mit Vogel V. In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future, to endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves. But with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.